Was haben 4.333 Glühlampen mit dem Rudolf-Harbig-Stadion zu tun? Das und noch vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Das Rudolf-Harbig-Stadion ist die Spielstätte des Fußballvereins SG Dynamo Dresden und ist nach dem Leichtathleten Rudolf Harbig benannt. Eigentümer des Stadions ist die Stadt Dresden. Das Stadion bzw. das heutige Stadiongelände hat eine lange Vergangenheit. Im Jahr 1896 wurde erstmals eine Sportstätte auf dem heutigen Stadiongelände erwähnt. Die erste Fußballmannschaft, die auf dem heutigen Stadiongelände spielte, war der Dresdner English Football Club. 1910 gründete der Verein Dresdensia an dieser Stelle seine Fußballabteilung. Zur Hygieneausstellung 1911 wurde der vorhandene Sportplatz auf eine Kapazität von 12.000 Plätzen ausgebaut und diente als Sportstätte für Fußball und Leichtathletik. Am 21. Dezember 1922 begann der geheime Hofrat Hermann Ilgen mit dem Bau eines Stadions, das am 16. Mai 1923 als Dresdner Kampfbahn mit einer Kapazität von rund 24.000 Plätzen eingeweiht wurde. Die Anlage wurde 1937 in Ilgen-Kampfbahn umbenannt und diente als Heimspielstätte von Dresdensia Dresden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das schwer zerstörte Gelände wieder aufgebaut und am 23. September 1951 unter dem Namen Rudolf-Harbig-Stadion neu eingeweiht. Aufgrund der NSDAP-Vergangenheit von Rudolf Harbig wurde der Name der Sportanlage im Sommer 1971 in Dynamo-Stadion abgeändert. Diese Bezeichnung trug das Stadion offiziell bis 1990. Im Sommer 1979 wurde eine elektronische Anzeigetafel aufgestellt, die aus 4.333 Glühlampen bestand und von einem Computer gesteuert wurde. Erstmals wurde sie am 6. Juni 1979 beim Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg in Betrieb genommen. Nach der politischen Wende wurde das Stadion modernisiert, um den Anforderungen des DFB und der FIFA zu erfüllen. Es wurden jedoch nur die notwendigsten Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und das Stadion galt als veraltet. Am 6. Januar 2006 fiel im Stadtrat die Entscheidung, in Verhandlungen mit einem Bieter für einen Stadionneubau zu treten. Am 18. Mai 2006 wurde beschlossen, das neue Stadion am bestehenden Standort zu errichten. Das Regierungspräsidium Dresden genehmigte am 28. Februar 2007 die Finanzierung. Im November 2007 geriet der geplante Neubau in Gefahr, da das in der Ausschreibung unterliegende Bauunternehmen und dessen Partner einen Nachprüfungsantrag eingereicht hatten. Nach Protest der Vereinsanhänger von Dynamo Dresden zog das Bauunternehmen jedoch den Antrag wieder zurück. Am 4. Mai 2007 wurde der Vertrag für den Neubau unterschrieben. Die vertraglich vereinbarte Bauzeit belief sich auf 2 Jahre. Mit einem Freundschaftsspiel zwischen Dynamo Dresden und den FC Schalke 04 wurde das Stadion am 15. September 2009 eröffnet. Am 10. Dezember 2010 wurde bekannt gegeben, dass die Namensrechte an das bayerische Energieunternehmen Glücksgas veräußert wurden und das Stadion in Glücksgasstadion umbenannt wird. Das Unternehmen hatte die Rechte bis 2015 erworben. Im Sommer 2014 endete der Vertrag jedoch vorzeitig und das Stadion wurde Anfang Juli offiziell in Stadion Dresden umbenannt. Am 25. Februar 2016 wurde bekannt, dass die DDV Mediengruppe die Namensrechte bis zum 30. Juli 2020 erworben hatte und das Stadion in DDV-Stadion umbenannt wird. Aber auch dieser Vertrag endete vorzeitig. Im August 2018 erwarben die Konsum Dresden EG und die Drehwag Stadtwerke Dresden GmbH gemeinsam bis 2021 die Namensrechte. Die Fans konnten im Internet über den zukünftigen Namen des Stadions abstimmen. Es gewann der Name Rudolf-Harbig-Stadion, sodass das Stadion seit dem 18. September 2018 diesen Namen trägt. Das Stadion bietet aktuell 32.249 Zuschauern auf vollständig überdachten Rängen Platz. Die Plätze sind aufgeteilt in 22.194 Sitz- und 11.055 Stehplätze. Die Eintrittskarten kosten aktuell zwischen 19 und 42 Euro. Wie immer noch ein paar Hinweise zur Anreise zum Stadion. Wenn ihr aus Richtung Norden über die Autobahn 13 kommt,
verlasst ihr die Autobahn an der Ausfahrt Dresden-Hellau und fahrt dann in Richtung Zentrum bis zum Bahnhof Dresden-Neustadt. Dort biegt ihr am Schlesischen Platz rechts auf die Antonstraße ab und fahrt über die Marienbrücke. Danach immer geradeaus und nach einem leichten Knick in der Straße am Hauptbahnhof noch ein Stück geradeaus in der Wiener Straße. Dann links in die Gellertstraße, an der Kreuzung Parkstraße ist das Stadion bereits zu sehen. Bei einer Anreise aus Richtung Westen über die A4 verlasst ihr die Autobahn an der Ausfahrt Dresden-Altstadt und fahrt in Richtung Zentrum. An der Kreuzung Weißeritzstraße biegt ihr erst rechts in die Weißeritzstraße und dann gleich links in die Friedrichstraße ab. Dann unter der Bahnführung hindurch und rechts auf die Könneritzstraße. Anschließend immer geradeaus und nach einem leichten Knick in der Straße am Hauptbahnhof noch ein Stück geradeaus. Dann links auf die Gellertstraße, an der Kreuzung Parkstraße ist das Stadion bereits zu sehen. Da die Parkmöglichkeiten am Stadion sehr begrenzt sind, wird dringend geraten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Dazu fahrt ihr mit den Straßenbahnlinien 9 und 11 bis zur Haltestelle Linnéeplatz, mit den Linien 10 und 13 bis zur Haltestelle Georg-Arnold-Barth und mit den Linien 1, 2, 4 und 12 bis zur Haltestelle Straßburger Platz. Falls ihr euch für den Bus entscheidet, fahrt ihr mit der Buslinie 75 bis zur Haltestelle Linnéeplatz. Die Eintrittskarte gilt an Heimspieltagen 4 Stunden vor bis 6 Stunden nach Anpfiff als Fahrschein in allen Nahverkehrsmitteln im Verbundraum VVO, außer Sonderverkehrsmittel. Bei Jahreskarten und online erworbenen Eintrittskarten ist die Gültigkeit personenbezogen. Bei mehreren online erworbenen Eintrittskarten muss der auf den Eintrittskarten genannte Käufer mit allen Nutzern gemeinsam fahren. Wie immer packe ich euch einen Link zu den Hinweisen zur Anreise unten in die Beschreibung. So, jetzt aber zu den Eindrücken meines Besuchs. Auch das darf natürlich wieder nicht fehlen, das Bild vom Stadion. Zum Schluss wie immer noch die Bewertung des Besuchs. Ich mache euch darauf aufmerksam, dass die Bewertung nur meinen Eindruck des Besuchs widerspiegelt. Andere können und dürfen durchaus eine andere Meinung haben. Jetzt geht's aber los. Verkehrsanbindung. Das Stadion ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Vom Hauptbahnhof aus sind es ca. 20 bis 25 Minuten zu Fuß. Für die Anreise mit dem Auto sind jedoch nicht genügend Parkplätze vorhanden. Daher 8 von 10 Punkte. Stimmung. Die Stimmung im Stadion war einfach sehr gut. Für die volle Punktzahl hätte das Stadion aber ein Hexenkessel sein müssen. Das war nicht der Fall. 9 von 10 Punkte. Stadionmenü. 8,50 Euro für die Bratwurst und das Bier. Das war ganz okay. Beides hat auch gut geschmeckt. Negativ ist aber, dass in den Stadionkiosken nur Getränke angeboten wurden. Wenn man etwas zu essen haben möchte, muss man an extra Stände gehen. Das ist nicht ideal gelöst. Außerdem gibt es außer direkt an den Ständen keine Möglichkeit, sein Getränk oder sein Essen kurz abzulegen. Das ist für mich nicht ideal. Daher nur 8 von 10 Punkten. Sicht. Nur auf der Haupttribüne gibt es Sichteinschränkungen. Sonst ist es wie in den meisten modernen Neubauten. Der Zuschauer sitzt nah am Spielfeld. 9 von 10 Punkten. Stadion. Das Stadion ist ein reines Fußballstadion, ohne den ganz großen Komfort. Das ist aber auch nicht notwendig. Es hat alles, was man braucht und die Stimmung ist sehr gut. Negativ ist das mit den Parkmöglichkeiten für Pkw und dass es keine Ablegemöglichkeiten für seine Getränke gibt. 8 von 10 Punkten. Insgesamt kommt damit das Rudolf-Habig-Stadion in Dresden
auf 42 von 50 möglichen Punkten und landet auf Platz 6. Und damit ist dieses Video auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt es mir wie immer unten in die Kommentare rein. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, euer Stadiontester.